es glitzert und funkelt. Stell dir vor, Maya, ich gehe tanzen zu einem Schmetterlingsball. Das ist mein allererster Schmetterlingsball. Herr Bläuling hat mich eingeladen. Herr Bläuling? Wer ist das, Beatrix? Oh, Herr Bläuling ist der hübscheste Schmetterling der ganzen Wiese. Hat er auch so schön Glitzer wie du? Ja, Maya, Glitzerschuppen haben alle Schmetterlinge. Ich übe den Glitzertanz. Je mehr ich mich drehe, desto mehr glitzert es. Den Glitzertanz? Kann ich mitmachen? Natürlich. Ich habe mir die Tanzschritte selbst ausgedacht. Sieh genau hin. Es geht 1, 2, 3 und drehen. So, jetzt du, Maya. 1, 2, 3 und drehen. Beatrix, was ist mit dir? Hast du dir wehgetan? Nein, geht schon, aber... Oh, meine Flügel, sie sind ganz nass. Wie soll ich damit zum Ball fliegen? Ich sehe aus wie eine begossene Motte. Der Ball ist für mich gelaufen. Das ist eine Katastrophe. Aber warum denn? Ich trockne sie dir wieder. Oh je, sie müssen ganz trocken sein, sonst glitzert es nicht beim Tanzen. Willi, komm schnell, wir brauchen deine Hilfe. Immer mit der Ruhe. Bin doch schon da, Maya. Wir müssen Beatrix Flügel trocknen. Danach bist du noch schöner als jetzt. Mit frisch gewaschenen Flügeln bist du der schönste Schmetterling der ganzen Wiese. Bin ich etwa nicht sauber genug? Doch. Hey, ich habe eine bessere Idee. Damit müsste es gehen. 1, 2, fix bist du trocken. Danke, ich fühle mich gleich viel besser. Gleich bist du noch schöner als die Sonne. Schwuppdiwupp, hier wird geputzt. Herr Bläuling wird Augen machen. Wer ist denn Herr Bläuling? Herr Bläuling ist mein Tanzpartner beim großen Ball. Ich bin ja schon so aufgeregt. Tada! Findest du nicht auch, Beatrix? Sieht irgendwie etwas anders aus? Wieso? Was ist denn? Oh nein, mich trifft der Flügelschlag. Was sind das für weiße Flecken? Du hast die Glitzerschuppen abgewischt. Warum ist auch die Farbe ab? Also das verstehe ich nicht. Warum ist denn die Farbe abgegangen? Weil die Farbe in den Glitzerschuppen ist, versteht ihr?